Hallo, ich möchte euch heute mal mit auf die Suche nach einem ganz bestimmten Tier nehmen, das ich fotografieren möchte. Kennt jeder, Deutschlands größter Marder, der Dachs. Dass der Dachs ein Marder ist, weiß wahrscheinlich nicht jeder. Da stellt man sich ja eher den klassischen Steinmarder vor, der ihm auch gerne mal unter die Motorhaube schlüpft und die Leitung zerbeißt. Aber die Marderartigen, die Familie, aus biologischer Sicht ist doch ein bisschen größer. Und da gehören halt eben auch plumpe Dachse mit rein. Und die suche ich heute und möchte ich mal fotografieren. Ich habe schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Das heißt, hier im Wald kenne ich schon eine ganze Weile einen Bau. Und da habe ich eine Kamerafalle vor einer Woche installiert. Das heißt, seit einer Woche kann ich jetzt jede Bewegung am Bau auf meinem Computer nachschauen. Die Kamera hat immer ausgelöst, wenn da ein Dachs rein und raus ist oder ein Fuchs oder was auch immer vorbeigekommen ist, hat die ausgelöst. Ich kann ganz genau nachgucken, zu welcher Uhrzeit war da Aktivität und wann lohnt es sich denn für mich wirklich mit der richtigen Kamera mal vorbeizukommen, mich anzusetzen und richtige Fotos zu machen. Jetzt gucken wir erstmal zum Bau. So, ich bin jetzt hier schon am Dachsbau. Kamerafalle hing hier gegenüber, habe ich schon abgemacht. Jetzt wollte ich aber noch mal kurz erzählen, warum weiß ich, dass das ein Dachsbau ist, weil ich die Tiere noch gar nicht gesehen habe. Es gibt ein paar einfache Merkmale, wie man einen Dachsbau von einem Fuchsbau unterscheiden kann. Zum einen, bei dem sieht man es jetzt nicht ganz so gut, aber hier ist eine Rinne, die reinführt. Und diese Rinne ist eigentlich typisch für einen Dachsbau. Zum anderen ist ein Dachsbau auch breiter, nicht höher, aber breiter als ein Fuchsbau. Da braucht man ein bisschen Auge für, es schon öfter gesehen zu haben. Wenn man da reinguckt, dann ja, sieht das schon mehr nach Dachse aus. Dann haben wir hier auch ganz frischen Auswurf. Das bedeutet, der Bau wird auch bewohnt. Man sieht auch ein Wegesystem, das zu den Feldern weiter in Wald führt. Also von dem Bau ausgehend sieht man recht viele Wildpfade, die gut begangen aussehen. Das sind alles Anzeichen dafür, dass dieser Bau auch wirklich genutzt wird. Was hier drin ist, ob das jetzt nur Dachse sind oder Füchse zum Beispiel auch, weil ein Fuchs lebt manchmal auch mit in einem Dachsbau drin. Das kommt durchaus vor, weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir einfach gleich gucken, was hier auf der SD-Karte ist. Und dann überlege ich mir, wie es hier weitergeht, dass ich hier ein paar schöne Fotos von dem Dachs machen kann. So, ich gehe schon die Videos von der Kamerafalle durch. Es war viel los, alles Dachsaktivität, das ist super. Problem ist, die kam extrem spät raus. Der hier um 9.32 Uhr war der früheste, den ich mal erwischt habe. Aber auch das ist schon zu spät für Fotografie oder Film. Das ist einfach schon zu dunkel, gerade weil der Bau auch an der Nordseite von einem Hang in einem Wald war. Das heißt, da geht nichts. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ich werde mich mal bei meinen Kollegen, den anderen Naturfotografen, umhören, ob von denen vielleicht einer einen Bau hat, den man aufsuchen könnte, wo es ein bisschen besser aussieht. Schauen wir mal. Ich habe einen ganz heißen Tipp von einem Kollegen bekommen. Der hat einen Dachsbau, der seit Jahren eigentlich sehr gut besucht ist. Und da werde ich heute noch mein Glück versuchen. Ich habe die Kameraausrüstung, Tarnklamotten im Kofferraum. Nicht wundern, wenn ihr mich gleich seht, wie ich aussehe wie ein Wald. Tarnklamotten sind eigentlich ein ganz wichtiges Werkzeug in der Naturbeobachtung, Naturfotografie, um ungestört nah an Tiere rankommen zu können. Funktioniert wirklich, sieht ein bisschen komisch aus. Naja, jedenfalls, ich bewege mich jetzt mal dahin, wo er gesagt hat, dass ich den Bau finden kann. Das ist eine etwas längere Anfahrt und da versuchen wir dann mal unser Glück. So, ich bin schon auf dem Weg zum Dachsbau, der mir von einem Bekannten empfohlen wurde. Der ist nämlich ein bisschen weiter weg von Wegen und Straßen und dadurch kommen da nicht viele Fußgänger lang und die Tiere sind recht ungestört. Dachse sind nachtaktiv, aber dadurch, dass hier wirklich kaum jemand vorbeikommt, trauen die in dem Bau sich auch öfter mal früher raus. Das heißt, jetzt im letzten Abendlicht, die Sonne geht unter, habe ich sehr gute Chancen, die nochmal zu erwischen. Und zum Fotografieren und Filmen ist das natürlich das Beste, wenn man noch ein bisschen Licht hat. Deswegen versuchen wir es da jetzt einfach mal. Stellen uns ganz leise dahin. Dachse können wir extrem gut hören, extrem gut riechen. Muss man ein bisschen darauf achten, von wo der Wind kommt. Was Dachse nicht gut können, ist sehen. Das heißt, wenn ich wirklich die Klappe halte, mich richtig hinstelle und ruhig bin, dann habe ich die Möglichkeit, ganz nah an die ranzukommen. Nee, dachte schon. Hier sind ja auch Fischotter, aber da habe ich, glaube ich, jetzt kein Glück. Ja, jetzt muss ich leise sein. Nähern uns nämlich dem Bau. Es sind unendlich.
Der Dachs ist auch die ganze Zeit nur am Kratzen. Ich glaube, ja, da kommt gerade noch ein zweiter Dachs aus dem Bau. Dachse sind übrigens keine mürrischen Einzelgänger, wie man das früher mal angenommen hat, sondern hochsoziale Tiere, die in größeren Familienverbänden, sogenannten Clans, den Bau bewohnen und auch oft über Generationen nutzen. In der Regel gibt es ein Alpha-Männchen und ein Alpha-Weibchen. Das sind die Tiere, die sich fortpflanzen. Der Rest besteht oft aus den Nachkommen aus diesem Jahr und aber auch aus den Vorjahren. Kann aber auch familienübergreifend sein, dass mehrere Dachsfamilien zusammen in einem Bau leben. Jeweils sich aber nur die Alpha-Tiere fortpflanzen. Ich denke jetzt, wenn die Fellpflege beendet ist, dann werden die Dachse auch bald losziehen, die Nähe des Baus verlassen. Großteil der Nacht sind sie im Umkreis mehrerer hundert Meter um den Bau unterwegs, auf Nahrungssuche. Und das kann bei einem Dachs, der ein Allesfresser ist, auch wirklich alles sein. Ein Großteil macht tatsächlich pflanzliche Kost aus. Mais ist zum Beispiel sehr beliebt zum Leidwesen vieler Bauern. Und bei tierischer Kost spielen vor allem Regenwürmer eine große Rolle. Die fressen aber auch Mäuse, Insekten. Die Gelege bodenbrütender Vögel werden auch öfter geplündert. Also wirklich alles, was ein Dachs findet und was essbar ist, frisst er auch. Geil, also es hat echt noch geklappt. Bevor es zu dunkel war, kamen dann wirklich die Dachse raus, beziehungsweise einer war schon draußen und kam zurück. Haben jetzt zwei Tiere gesehen. Das eine war die Fee, das Weibchen, und das Gesäuge gesehen. Und das andere Tier, das ein bisschen kleiner war, wahrscheinlich ein Jungtier vom Vorjahr. Aber genial, das extrem nah dran. Bin ein paar Mal in meine Richtung geguckt. Schien sich aber nicht sonderlich gestört zu haben und hat ja gesehen, ne? Haben sich gekratzt, haben sich gegenseitig geputzt und einer ist dann zurück in den Bau und der andere hat sich auf den Weg gemacht. Ja, aber genial, das hat echt tatsächlich geklappt, die Tiere mal bei Tageslicht zu sehen. Bin ich auf jeden Fall sehr dankbar über den Tipp an dieser Stelle. Bin direkt am Wasser. Und deswegen gab es auch so extrem viele Mücken. Da war das Stillsitzen nicht ganz so einfach, aber es hat doch alles irgendwie hingehauen. Perfekt, geil. Richtig, richtig gut. Ich freue mich. Also, das war auf jeden Fall gelungen.